und Herren, ja, Sie haben es vielleicht schon erraten, mein kleines Feindbild, klar, diese kleinen Säcke, diese Kinder. Es ist ein Problem. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das mögen. Ich sehe sie überall, wo ich rumlaufe. Vielleicht liegt es am Alter. Nicht alle müssen sich vermehren wie die Karnickel. Es ist grausam. Ja, schauen Sie nur mal allein in die Werbung. Mit jedem Scheißdreck werden also Kinder, also diese kleinen, wie soll man sagen, Miniglatzen, machen ja Werbung für jeden Mist. Ja, ob jetzt nur für Waschmittel, für Autos, für Waffen, für Schnaps. Die sind überall dabei. Auch in dieser Windelwerbung, ganz furchtbar. Kennen Sie diese, immer diese Windel, ja, so diese Muttis. Ja, und dann immer diese Teppichratten. Und das Schlimmste, literweise blaue Flüssigkeit. Ja, wie die einen verarschen. Ich habe ja nun auch eine Tochter, ich habe gewickelt wie ein Weltmeister. Da kam nichts Blaues bei raus. Das können Sie völlig vergessen. Auch bei den Damenbinden dasselbe. Damen, immer dieses Travium blau. Wir wissen doch beide, es ist nicht blau. Ja, die könnten doch... Ja, ehrlich, ne? So, wir wissen doch, wie schmierig. Man könnte doch... Zum Beispiel, man könnte das mit einer Gemeinschaft werden, mit Red Bull, ne, drüber kippen wir nicht, dann kriegen die Binden auch Flügel. Ja, das wäre gut. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, Herbert Grönemeyer macht mittlerweile Werbung für Damenbinden. Herbert Grön ist ein sehr schöner Werbespot, muss man sich vorstellen. Nicht, also eine computeranimierte Damenbinde tanzt über den Bildschirm mit der Stimme von Herbert Grönemeyer. Ja, so. Oh, ich bin immer ganz nah bei dir, ganz tief, immer mehr. Also richtig schön. Versaut. Ja, die Binde, ich sag, wie es ist. Sie kennen das, ja, die Binde hat auch den Namen Unplugged, ja. Ja, so. Unplugged, das heißt ohne Bändchen, ohne Schnur. Ich will den Ausfluss nur. Also richtig versaut es ist natürlich. Nicht, es ist schlimm. Ich bin sowieso auch für die Männerquote, auch gerade in der Windelwerbung. Nicht gut, wenn Männer Windelwerbung machen, sieht es ein bisschen anders aus. So. Ja. Ja, wissen Sie, gerade als Mann ist man ja besonders kritisch, was Windeln anbelangt. Ich habe da schon alles ausprobiert für mein Töchterleinchen, ob das diese Klebestreifen, Bündchen, Auslaufschutz, Boys und Girls, können Sie alles vergessen. Da können Sie kleben und kleistern, so viel wie Sie wollen. Nach 3 Tagen kommen Sie ja doch wieder irgendwo raus. Ja, das dabei... Meine Damen und Herren, dabei ist das, die Lösung ist ganz einfach. Sekundenkleber. Und Ihr Kind liegt trocken, bis es platzt. Ja. Jetzt komm, lass mich nicht so hängen, Herrschaften. Ich weiß, ja, es ist bitter. Naja, man hat mich gewarnt, man hat mich gewarnt. Ingo hat mal gesagt, Ingo, lass das mit den Kinderwitzen. Da ist in Belgien viel versaut worden. Da als normaler Kinderhasser hat man es echt schwer. Man weiß gar nicht, welche Haltung man einnehmen. Sagst du, Kinder finde ich scheiße, sagen sie alle, Arschloch. Dann sagst du, Kinder finde ich geil, perverse Sau. Es ist ganz schwer. Es ist ganz schwer seinem Kind. Gut, es gibt natürlich immer noch Nischen. Nicht? Zum Beispiel zum Fernsehen, ich weiß nicht, ob Sie Dings da kennen. Dings da, das ist eine Sendung, da müssen sprachlich nicht ausdrucksfähige und geistig minderbemittelte Personen... Kinder, ja. Die müssen also alltägliche Begriffe des Lebens umschreiben, packen es aber nie, geben sich die größte Mühe, alles lacht sie aus. Das ist ein bisschen hämisch, aber deswegen gucke ich das ja so gerne. Wir stellen uns mal vor, zwei Kinder, ein praktisches Beispiel, zwei Kinder, Heidi und Lukas, 5 und 7 Jahre alt, erklären uns einen alltäglichen deutschen Begriff, den habe ich immer dabei, ein Wort, das wir alle kennen und lieben. Wir machen es wie im Original. Ich zeige dieses Wort mal ganz kurz, wenn Sie mitraten wollen, machen Sie jetzt mal kurz die Augen zu. Ja. Kann man das lesen? Ich habe dafür mit dem Kollegen schon ein bisschen geübt. Man muss das ja richtig halten, sagt er. Ja, man muss ja, ich übe das schon immer in der Fußgängerzone. Am besten zwischen zwei so Wachturmdamen. So, die eine links, die andere rechts. Ja, da schmeißen sie sich einfach dazwischen und sagen, hallo Mädels, ich bin es, der Zeuge Jehovas. Hör mal, da hast du Spaß. Ja, Sie können jetzt, Sie können die Augen jetzt wieder aufmachen, meine Damen und Herren. Und hier sind Sie, unsere Kinder, Heidi und Lukas, 5 und 7 Jahre alt. Und die Pferde.
hier. Und die Pferde mit so einem Ding, einem riesen Apparat. Ja, und die Hasen machen das auch, die Häschen. Die Häschen machen das den ganzen Tag, die Häschen, die sind da. Die Hasen, die Hühner und die Schweine machen das. Und die Oma. Nee, nee, die Oma nicht mehr, das ist vorbei, die Oma. Aber die Mama und der Papa, die machen das, ne? Ja, und die Heidi und ich, wir machen das auch, ne? Ja, das sagte die Mama auch immer. Ne? Ja, ich sehe schon, es ist die Stimmung im Arsch. War aber klar, es ist auch ein hartes Thema, ich gebe es ehrlich zu. Soll keine Witze darüber machen. Kindesmissbrauch ist natürlich eine schöne Überleitung zum Thema Kirche, aber mir läuft die Zeit davon. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss erstmal.